Dieser Preis geht an den Investigativredakteur Frederik Bombosch für seine Reportage Station 37 ist überall. Erschien in der Berliner Zeitung. Pflegekräfte am Rand der völligen Erschöpfung und Patienten, die kaum mit dem Nötigsten versorgt werden können. Frederik Bombosch zeigt anhand von betroffenen Menschen und mit sehr genauen Zahlen, was der abstrakte Begriff Pflegenotstand nicht nur in Berlin-Neukölln, sondern in ganz Deutschland konkret bedeutet. Liebe Freundinnen und Freunde des Otto-Brenner-Preises, es war in der Wahlarena des ersten deutschen Fernsehens im September letzten Jahres. Da stand ein junger Mann namens Alexander Jorde, 21 Jahre alt, Auszubildender in der Krankenpflege und konfrontierte die Kanzlerin mit dem, was er tagtäglich erlebt. Dass die Würde der Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, wie er sagte, tausendfach täglich verletzt wird. Die Pfleger, so berichtete er, seien ungeheuer überlastet, für viel zu viele Patienten zuständig. Und dann wurde der junge Mann auch deutlicher, die alten Menschen liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen. Ein paar Tage später in der Sendung Hart aber fair sagte er es in der nötigen Drastizität, die Menschen liegen in den Heimen in der Scheiße. Es sind alte, pflegebedürftige, vollkommen ausgelieferte, besonders schutzbedürftige, sterbende Menschen. Das ist die Situation in der Pflege. Das ist das Thema von Frederik Bombosch, dem er sich mit unerbittlicher Präzision nähert. Der junge Mann in der Wahlarena hat verzweifelt gesagt, was einem beim Lesen von Bomboschs Reportage umtreibt. Diese Menschen, um die es hier geht, diese Menschen haben das Land aufgebaut. Die haben für unseren Wohlstand gesorgt. So ist es. Sie werden behandelt, als müssten sie dafür bestraft werden, dass sie so alt oder so krank geworden sind. Das ist so. Das ist seit Jahrzehnten so. Das ist auch in zertifizierten Pflegeheimen und Krankenhäusern in Deutschland so, auch in solchen, in denen Urkunden mit angeblichen Bestnoten in den Eingangshallen hängen. Sie müssen nicht glauben, dass ich hier übertreibe. Ich weiß schon, wovon ich rede. Meine Mutter ist 93. Ich besuche sie möglichst jeden Sonntag im Pflegeheim. Und ich bin unendlich froh, dass es ein Heim ist, für das ich mich nicht vor meiner Mutter schämen muss. Der Vorsitzende der Berufsgruppe der Altenpfleger hat vor 30 Jahren seiner Rede den Titel gegeben, wir wollen nicht mitschuldig sein. Er sagte, es ist würdelos, im Laufschritt über die Stationen zu stürmen. Es ist würdelos, jemanden in seinem Kot liegen zu lassen, weil die Zeit fehlt. Diese Rede stammt, wie gesagt, aus dem Jahr 1987. Es hat sich nicht viel gebessert. Die schonungslose Analyse von Frederik Bombosch zeigt es. Frederik Bombosch ist Protokollant der wohl intensivsten und zahlreichsten Menschenrechtsverletzungen, die es heute in Deutschland gibt. Pflegenotstand heißt das gebräuchliche Wort dafür. Bombosch hat ihn genau analysiert und seziert, sodass man weiß, was das ist und warum er besteht. In seinem akribischen, statistikgesättigten Stück beschreibt er mit wirklich hoher Präzision, wie sich der Pflegenotstand auf Station 37 eines Berliner Großklinikums auswirkt. Den Patienten wird nur 38,7% der Pflege zuteil, die laut Gesetz sein müsste. Und dieses brutale Defizit ist keine Spezialität von Station 37. Die Station 37, das ist das Fazit, das traurige Fazit von Frederik Bombosch, ist überall. Bombosch legt fundiert und überzeugend klar, worin das systematische Versagen in deutschen Kliniken besteht. Es gibt dort, einer seiner Gesprächspartner hat es gesagt, eine Überversorgung mit Technik und eine Unterversorgung mit Pflegekräften. Sein Text ist ein Alarmtext. Wer von diesem Text nicht aufgeschreckt und aufgerüttelt wird, der möge einen Selbstversuch machen. Dann verbringen Sie einmal
ein paar Tage und ein paar Nächte festgebunden und festgeschnallt, fixiert also in einem Mehrbettzimmer mit fremden Menschen. Dann lassen Sie sich das Essen im Akkord verabreichen. Und Toilette gibt es nicht. Aufs Klo dürfen Sie nicht, Sie werden mit Windeln versorgt. Bei der nächsten Klage über den Pflegenotstand werden Sie dann nicht mehr gelangweilt zuhören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es heißt so oft, Kinder sind unsere Zukunft. Das ist schon richtig, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Auch die Alten sind unsere Zukunft, denn unser aller Zukunft ist das Alter. Die Sorge der Gesellschaft um die Kinder und die Sorge der Gesellschaft um die Alten, sie gehören zusammen, Alpha und Omega. Sie ist die Klammer, die das Leben umspannt. Ich danke Frederik Bombosch für seinen so sorgfältigen, aufrüttelnden, bitteren, für seinen bitter notwendigen Text. Wofür ist Pressefreiheit da? Auch dafür, mitzuhelfen, dabei Menschen ihre Würde wieder zurückzugeben. Frederik Bombosch hat es getan. Dafür danken wir ihm und gratulieren ihm von ganzem Herzen zu diesem Preis. Herzlichen Glückwunsch, Frederik Bombosch. Kommen Sie zu uns. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Frederik Bombosch. Vielen, vielen Dank. Dann fange ich auch mal an, ne? Ja, gerne. Ja, Heribert Prantl sagte das so bitterschön. Das ist ein sehr notwendiger Text gewesen. Viel schöner wäre es natürlich, wenn man solche Texte gar nicht schreiben müsste. Dann würden wir in einem besseren Land leben. Mein Name ist jetzt oft gefallen, in den letzten Minuten fast schon ein bisschen zu oft, weil es gibt jemand, der hat möglicherweise noch mehr als ich zu dieser Geschichte beigetragen, der hat sie überhaupt erst möglich gemacht und jetzt sehe ich ihn nicht. Volker Gernhardt, da sitzt er. Sie haben ihn eben schon kurz im Einspieler gesehen. Und jetzt also eine kurze Laudatio auf Volker Gernhardt. Ich habe ihn getroffen vor einigen Jahren. Da war ich landespolitischer Reporter für die Berliner Zeitung, habe eine Geschichte gemacht über die Sanierung dieses Klinikums Neukölln und die übrigens wahnsinnig teuer wird, selbstverständlich. Teurer als die Sanierung des ICC, die bis heute nicht stattgefunden hat. Dabei habe ich Volker Gernhardt kennengelernt und habe gemerkt, das ist ein Betriebsrat, der seine Sache sehr, sehr ernst nimmt. Ich bin selbst Betriebsrat. Man kann sich als Betriebsrat im Klein-Klein verlieren. Das meine ich gar nicht abwertend, aber es gibt sehr viele Konflikte in Betrieben, wie überall, wo Menschen zusammenkommen. Man kann sich dem ganz verschreiben. Man kann sich dann wirklich verlieren in der Auseinandersetzung mit den Mächtigen oder vermeintlich Mächtigen, mit Chefs, mit Geschäftsführern. Volker Gernhardt hat all das ernst genommen und darüber hinaus aber noch etwas ganz, ganz Ungewöhnliches gemacht, nämlich sich mit geradezu wissenschaftlicher Akribie der Situation in seinem Krankenhaus gewidmet. Die Daten, die ich für diese Recherche nutzen konnte, die sind tatsächlich nur ein kleiner Teil
seines Werks. Er hat über Jahre hinweg immer wieder die Situation protokolliert. In Station 37, ich glaube über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren, sogar fast 20. In anderen Stationen im Klinikum Neukölln, in anderen Stationen von Vivantes, das ist der landeseigene Klinikkonzern hier in Berlin. Und das ist ein ganz außergewöhnlicher Datenbestand, den er dabei geschaffen hat. Und ich bin wirklich stolz, dass ich damit arbeiten durfte. Vielen Dank, Volker Gernhardt. Angeblich gibt es ja nur sehr wenige Daten zu diesem Thema Pflegenotstand. War das denn für Sie als investigativen Reporter nicht ein echter Glücksfall, jemanden wie Volker Gernhardt zu treffen, der das auch noch sammelt und dann offen auf den Tisch legt? Das ist ein wahnsinniger Glücksfall. Ich habe ihn getroffen seinerzeit, ich erwähnte das gerade, als ich mit einem völlig anderen Thema eigentlich unterwegs war und befasst war. Und es zeichnet Volker Gernhardt auch aus, dass er mit dieser Statistik, obwohl er es vielleicht hätte tun sollen, nicht hausieren gegangen ist, sondern zufällig im Gespräch erwähnte er, dass er da so ein paar Daten mal gesammelt hat. Und dann kamen wir überein, dass er mir die mal schickt, dann kriegte ich 80 Seiten Excel-Dateien. Da dachte ich, ui, da könnte was drinstecken. Und da stand jede Menge Erschütterndes drin. Da stand sehr viel drin. Ich hatte dann auch die Möglichkeit, eben mit Pflegerinnen und Pflegern zu sprechen in diesem Krankenhaus. Das sind leider Menschen, es sind ja auch nur sehr wenige, die gewerkschaftlich organisiert sind. Die sprechen auch nicht gern mit der Presse, leider. Obwohl sie unter so einem unglaublichen Druck stehen. Ja, es gibt einen Ethos, der vielen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Häusern möglicherweise auch im Wege steht. Sie sind sehr bescheiden, sie sind wahrscheinlich auch zu bescheiden. Sie sollten vielleicht mehr Krach machen. Vielleicht hilft diese Geschichte so ein ganz klein bisschen dabei. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Frederik Bombosch.